Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Folge Tyranny. Ja, dann machen wir gleich weiter. Wir haben für uns Speer und Schild entschieden und es geht weiter. Jetzt können wir noch ein bisschen an den Farben bosseln. Ja, also jetzt sieht man uns wieder als Magier. Dunkles Rot. Doch lieber schwarz. Und dazu ein dunkles Rot. Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oder so. Schade, dass man die Kapuze nicht nochmal irgendwie ändern kann. Weil jetzt, das sieht so irgendwie so unpassend aus. Hier die schwarzen Felder. Und hier auch schwarz. Und das hier weiß, das passt gar nicht. Da lasse ich es lieber so. Ich nehme das Rot. So, dann hier das Schild noch. Wir können andere Symbole wählen. Ja. Da gibt es ja noch ein paar. Ja, jetzt will ich mich jetzt nicht zu lange mit aufhalten. Also, das passt nicht zu uns. Wir sind keine Schreiber. Also Schwerter würden schon passen, Hammer nicht so sehr. Das sieht aus wie ein Helm oder so. Obwohl, das könnte auch wieder eine Feder sein. Hier, guck mal, das sieht doch wie eine Lanze, so ein Lanzenkopf aus, aber gleichzeitig mit diesen Sternen wie Magie. Das nehmen wir, das passt, glaube ich. Auch hier vielleicht nochmal eine andere Farbe. Andersrum schwarz und rot. Ja. Der ist ungefähr besser. Weiter. Namen. Diesmal nenne ich mich nicht Sunny. Das würde einfach nicht passen in die Welt. Ich nehme mal Byrus. Das finde ich klingt ganz gut. Oh, jetzt können wir noch Punkte verteilen. Ja. Gewandtheit, Verstand, Entschlossenheit. Wir könnten theoretisch auf jeden, der hier empfohlen ist, 2 Punkte packen. Dann sind wir so ein bisschen universeller. Zack. Das war vielleicht nicht das cleverste, aber ich mach das jetzt. So. Einhandwaffen ein bisschen höher. Den Magierstab. Also tatsächlich werden wir wahrscheinlich die ganze Zeit mit der Einhandwaffe und einem Schild rumrennen. Ja. Und werden zusätzlich Magie feuern. Das heißt, ich werde den Magierstab nicht weiter lernen, denn das lohnt sich einfach nicht, wenn wir die an... Also, soweit ich weiß, kann ich Zauber benutzen, solange ich halt auch Schild und Speer trage, aber es lohnt sich halt jetzt nicht, dann halt den Magierstab noch zusätzlich weiter zu lernen. Athletik noch ein bisschen hoch. Okay. Wir sollten auch nicht zu doof sein, aber Wissen sind wir ja ganz gut. List. Wir sind nicht sehr listig. Aber ist okay, denke ich. Und Ausweichen wird wegen deiner Ausbildung in Frostzaubern empfohlen. Parieren würde aber eigentlich sehr gut zu dem Schild passen. Ich gebe mal hier noch ein paar Punkte in Frost hoch. Athletik ist halt wegen Bewegung. Ausweichen ist halt vor allem für Fernkampfattacken. Wenn wir ausweichen wollen, parieren ist für Nahkampf. Ich gehe mal hier auf 30. Und hier auch. Dann haben wir noch einen Punkt übrig. Nochmal ein Frost. Weiter. Wir machen die Eroberung mit. Bei der Eroberung ist es halt ist so eine Art Vorgeschichte. Ja, wenn du in die Option, wenn du die Option Eroberung wählst, kannst du Kairos Eroberung der Stufen spielen und dabei bestimmen, wie dein Charakter an der Invasion beteiligt war. So hast du am meisten Einfluss auf die Ausgangssituation im Spiel und darauf, wie andere Gruppierungen auf deinen Charakter reagieren. All the world has fallen to Kairos, and now the Overlord's eye is on the Tears, our home.
The last corner of the world free of Kairos's reign. Two armies, the Disfavored and the Scarlet Chorus, march south from the Northern Empire, the last realm to fall to Kairos a century prior. Gut, ich lese das jetzt mal doch auf Deutsch vor. Vorhin bei den Texten habe ich das halt nicht parallel vorgelesen. Da müsst ihr dann selber mal lesen, leider. Die ganze Welt ist an Kairos gefallen und nun richtet der Oberherr seinen Blick auf die Stufen unserer Heimat, den letzten Winkel der Welt, der noch frei von Kairos Herrschaft ist. Zwei Armeen, die Geschmähten und der Scharlachrote Chor, marschieren südwärts. Sie kommen aus dem Nordreich, dem letzten Reich, das an Kairos gefallen ist, vor 100 Jahren. In the early days of 428, Kairos's armies arrive at the Gates of Judgment, the mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors. Until it's too late. In den frühen Tagen des Jahres 428 treffen Kairos Armeen an den Toren des Urteils ein, dem Grenzgebirge, das sein Stufenvolk so lange Zeit für unüberwindbar hielt. Die verschiedenen Anführer der Stufen sind nicht in der Lage, sich auf einen gemeinen Verteidigungsplan zu einigen. Sie sitzen untätig herum und warten darauf, dass die jeweils anderen sich um die Invasion kümmern, bis es zu spät ist. Eroberung. Während der Eroberung entscheidest du, wie dein Charakter sich während Kairos Invasion in der Stufen verhielt. So formst du die Welt, die du im Verlauf des Spiels bereisen wirst. Jede deiner Entscheidungen wirkt sich auf deinen Charakter aus und darauf. Verzeihung, Moment. Jede deiner Entscheidungen wirkt sich auf den Charakter aus und darauf, wie die wichtigsten Gruppierungen der Stufen auf dich reagieren. Deine Entscheidungen haben Folgen. Wähle weiser. Und ich drehe. Ich gieße mir gerade einen Tee ein. Die Bastardstadt. Die Bastardstadt befindet sich an der Nordgrenze zwischen Kairos Reich und den Stufen. Erbaut an einem natürlichen Hafen an der Kreuzung zwischen den Reichen, war die Stadt ein Knotenpunkt des Handels. Für die Stufen war sie das Zentrum allen Reichtums. Für die Nordländer war sie kaum mehr als ein entlegener kleiner Handelsposten. Ihr symbolischer Status als Tor zum Kontinent machte sie zu dem naheliegenden ersten Ziel von Kairos militärischer Eroberung. Die Umstände waren ideal. Um deinen Wert als Soldat in Kairos Armeen zu beweisen. So, wir haben jetzt hier anscheinend zwei Symbole zur Auswahl. Und da können wir halt uns entscheiden, wie wir kämpfen wollen. Die Stufen infiltrieren. Die Geschichte sollte sich an die Tore des Urteils als ersten Ort der Schlacht und der Eroberung erinnern. Der wahre Kampf wurde jedoch mit Vorhuteinheiten beider Armeen geführt, die sich für den kommenden Krieg rüsteten. Die Geschmähten und der Scharlachrote Chor hatten jeweils einen Plan, wie sie die Hauptstadt infiltrieren sollten. Welcher Armee hast du dich angeschlossen? Da haben wir einmal die Geschmähten zur Auswahl und einmal den Scharlachroten Chor. Ne, die Geschmähten waren mehr die Elite, da hätten wir dazugehört eventuell. Und dann haben wir die feindlichen Kämpfer für den Scharlachroten Chor. Ist einfach, naja, die Masse. Du stelltest deine Fähigkeiten in den Dienst der Elite-Speer und der Geschmähten, um eine Grenzgarnison einzunehmen. Graven Ash war überzeugt, dass ein früher Sieg in der Offensive die Moral seiner Truppen heben und die überhebliche Selbstsicherheit der Südländer mindern würde. Gemeinsam mit dem Scharlachroten Chor plünderstest du Dörfer und kleine Städte, rekrutiertest jeden gesunden Mann und jede gesunde Frau für die Armee.
Nerats Stimmen betonte, wie lohnend die Rekrutierung und die Versklavung gegenüber hemmungslosen Blutvergießen sind. Deine Soldaten mussten offenbar daran erinnert werden. Dann gucken wir uns mal Graven Ash an. Der Archon Graven Ash war der letzte in der großen nordländischen Generäle, der sich in früheren Zeiten gegen den Oberherren stellte. Heute dient er Kairos als Oberbefehlshaber der Legion der Geschmähten und hat den Auftrag, die Stufen zu erobern. Graven Ash ist durch ein mächtiges Band mit dem Soldaten unter seinem Befehl verbunden. Er sieht jeden einzelnen von ihnen als Teil seiner Familie an. Der Tod eines Soldaten durch die Hand eines Feindes stellt für den alten General einen ungeheuer schmerzlichen Verlust dar. Er erträgt die Last seiner Liebe mit trauervollem Stoizismus. Schräg. Nerats Stimmen. Nerats Stimmen ist in seiner offiziellen Funktion. Ah, den hatten wir schon. Gut. Dann gucken wir uns noch das andere an. Tore des Urteils. Die Armeen von Kairos trugen die Schlacht zu den Toren des Urteils. Sie ließen den Eröffnungsruf der Eroberung der Stufen erschallen. Die zwei Armeen brachten jeweils ihre eigene Form der Ordnung und des Chaos in den Angriff ein. Du zogst mit den Armeen in die Schlacht, deren Ansatz am besten zu deiner eigenen Stärke passte. Schild an Schild mit Kairos eisengepanzerter Elite stehen drücktest du gegen die Söldnerarmeen vor, welche sich die Adligen der Bastardstadt gekauft hatten. Die Legionen wollten den Stufen eine Botschaft senden, dass überlegene Herkunft und disziplinierte Ausbildung immer siegen würden. Na gut, das würde ja zu uns passen. Du eiltest mit der chaotischen Masse des scharlachroten Chors in die Schlacht, flankiertest die Armeen der Bastardstadt und schlugst sie in die Flucht. Ich denke, das hier passt am besten zu uns. Die Bastardstadt lernte zu spät, dass ein Militär nur verdient werden kann, niemals gekauft. Die Söldnerarmeen mussten schon bald der überlegenen Taktik und Formation der Geschmähten geschlagen geben. Die wenigen Überlebenden, die das Ende der Schlacht erlebten, wurden zusammengetrieben, die Schwachen wurden hingerichtet und die Starken versklavt, um die Wagen der Armee auf der Reise nach den Süden zu ziehen. Bastardstadt lesen wir uns nochmal durch. Die Bastardstadt und die umliegenden Lande, welche die Bastardstufe genannt werden, verdankt ihren Namen ihrer Lage zwischen zwei Reichen, dem Nordreich und dem Südstufen. Die Stadt ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Moment, ich muss lesen. So, da bin ich wieder. Warte mal, ich nehme mal. So. Ja, der Vorteil, dass ich jetzt mein Mikro ausschalten kann. So, da stehen die Bastardstadt und die umliegenden Lande, welche Bastardstufen genannt werden, verdankt ihren Namen ihrer Lage zwischen zwei Reichen, dem Nordreich und den Südstufen. Die Stadt ist ein Schmelztiegel der Kulturen und ein Ort des Handels und der Ränkespiele. Das Stufenvolk des Südens sieht die Bastardstadt als Ort des Reichtums und der Ausschweifungen. Doch für die Nordländer ist sie kaum mehr als ein gigantisches Armenviertel. Thunon, der Richter, hat die Bastardstadt als Sitz für sein Gericht auserwählt. Von dieser Basis in den Stufen aus setzte er sein Gericht, der Schicksalsbinder Kairos Gesetze in dem besetzten Land durch. Die Stadt der Stufen fielen zu Hunderten, die Soldaten der Stufen fielen zu Hunderten und Kairos Armee konnte sich nicht einigen, was sie mit den wenigen Überlebenden tun sollten, die sie in ihre Lager zurückschleppten. Die Kommandanten wandten sich an dich, auf dass du Kraft deiner Autorität entscheidest, was mit den Gefangenen geschehen sollte. Es gab nur genügend Gefangene, um den Plan einer der beiden Armeen umzusetzen. Die Geschmähten brauchten Sklaven, um ihr Material zu schleppen, Latrinen auszuheben und nachts ihre Pritschen zu werben. Ja, ist klar.
Du verdammtest die Überlebenden der Schlacht dazu, Graven Ashs edlen Truppen zu dienen. Du gabst den Gefangenen die Chance, in Kairos Armee zu dienen oder zu sterben. Der Scharlachrote Korps brauchte Männer, um die Vorhaut zu verstärken, und eure ehemaligen Feinde waren dafür bestens geeignet. Das klingt eigentlich ganz gut. Die Massen ernähren. Entgegen der optimistischen Vorhersagen machten die Geschmähten und der Scharlachrote Korps kurzen Prozess mit der örtlichen Verteidigung. Sie kamen sogar so gut voran, dass die Nachschubkarawanen schon bald nicht mehr mithalten konnten. Truppen gab es reichlich, Nahrung jedoch nicht. Du hattest nur Zeit, einen Plan zur Sicherung des Nachschubs auszuführen. Du gabst den Geschmähten die Erlaubnis, Lebensmittel und Nachschub für die Handelskarawanen zu beschlagnahmen. Das Stufenvolk hatte bereits ignorant Jahrhunderte damit zugebracht, sich außerhalb von Kairos Gesetz die Wänste vollzuschlagen. Du gestattest es dem Scharlachroten Korps, seine Horden auszusenden, um Bauernhöfe und Dörfer zu plündern, die Ruchlosigkeit von Kairos Armeen zu verbreiten, bereitete die Stufen auf die Realität der bevorstehenden Eroberung vor. Also da will ich eigentlich beides keine richtige Entscheidung zu treffen. Ehrlich gesagt, da würde ich mich diesmal für den Scharlachroten Korps entscheiden. Ein paar Kämpfer sind, finde ich, besser als nur ein paar Sklaven. Und, naja. Gut, dann machen wir weiter. Du gabst kooperativen Ex-Soldaten schlechte Waffen und warfst sie in die Vorhut des nächsten Angriffs des Scharlachroten Korps. Wer das überlebte, der durfte sich gerne eine Waffe und eine Rüstung der Gefallenen nehmen und versuchen, in Kairos Militär zu überleben. Nach ihrem ersten Sieg belohntest du die neuen Rekruten mit der Gelegenheit, ihre verwundeten oder zögerlichen Landsleute hinzurichten. Nett. Kairos Armeen versammelten sich vor der Bastardstadt, der ersten Bastion der Stufen, die in der Eroberung fiel. Beide Armeen drängten darauf, den Außenposten zu stürmen. Der Scharlachrote Korps heulte nach Beute. Die Geschmähten bildeten einen undurchdringlichen Schildwall. Deine Stärke auf dem Schlachtfeld hatten sie so weit getragen. Doch bis zum endgültigen Sieg gab es noch einen letzten Schritt zu unternehmen. Beide Armeen hatten Pläne ausgeheckt, wie sie Bastardstadt erobern wollten. Welchen Plan hast du unterstützt? Gemeinsam mit der Vorhut der Geschmähten führtest du einen indirekten Angriff auf die Stadttore aus. Keine Befestigung konnte unaufhaltsamen Legionen standhalten. Hier würden wir eine Fähigkeit bekommen, Rast des Kriegers. Wir bekommen weniger Schaden, bekommen Lebenspunkte zurück. Nett. Hier, sengende Hand und hier. Also das ist eine Attackenfähigkeit. Ein heimlicher, ein Schatten. Gemeinsam mit dem Scharlachroten Korps stecktest du die Stadt in Brand, verbarrikadiertest die Tore, die Verteidiger konnten sich ergeben oder verbrennen. Oh, böse. Du führtest eine gemischte Gruppe aus Geschmähten und Soldaten des Scharlachroten Korps über die Stadtmauern, um die Verteidigung der Stadt zu sabotieren. Ehrlich gesagt, das klingt am besten. Die Fähigkeit. 100% Abwehr von leichten Treffen. Ich werde nicht mehr getroffen von leichten Treffen. Achso, Treffer gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt halt die leichten Treffer, es gibt Treffer und es gibt starke Treffer und ich glaube noch kritische. Und das ist halt so, dass die immer hoch und runter springen können, zum Beispiel durch Fähigkeiten. Oder in dem Fall hier, dass Treffer, also leichte Treffer, halt gleich komplett ignoriert werden. Das ist natürlich schon krass. Wir schlagen dadurch ungenauer zu, werden aber noch besser beim Ausweichen. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass Treffer nur leichte Treffer sind. Und das gleiche gilt auch fürs Parieren. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, das nehmen wir. Außerdem passt mir die Taktik ganz gut. Es war nicht leicht, die Kooperation beider Armeen zu gewinnen. Ihr gemeinsames Interesse daran, die Verteidigung zu überwinden, machte es jedoch möglich, dass die Speer als eine Einheit zusammenarbeiteten.
Nachdem deine Truppen die Mauer erklommen hatten, wurde die Stadtwache über eine Mischung aus Taktik, Brutalität destabilisiert. Sie verlor rasch die Kontrolle über die Verteidigung und mussten sich ergeben. Jedoch ohne die Unterstützung von Bogenschützen und Belagerungswachen fiel die Bastardschnacht schnell vor Kairos überlegener Macht. Da war gar kein Jedoch drin. Habe ich das gesehen? So, jetzt geht's weiter. Wir können jetzt an einen anderen Ort. Eine neue Normalität kehrte in die Bastardstadt ein. An jedem hohen Bauwerken prangte Kairos Banner. Dein Name wurde allerorts geflüstert und dir wurde eine große Karriere vorhergesagt. Die Armeen teilten sich in zwei Fronten und zogen nach Süden. Tunon ließ die Kunde senden, dass du dich zur nächsten neuen Grenze von Kairos Eroberung begeben solltest. Entweder als Richter und Aufseher der Siedlung Letians Kreuzung oder als Kriegsberater der Armeen, die in das Reich Apex vorrücken. Letians Kreuzung. Die wachsende Handelssiedlung Letians Kreuzung wurde im Schatten einer alten Mauernkreuzung im Reich Hafen gegründet. Die Flüsse in der Nähe sind reich an Eisenerz. Doch den Einheimischen fehlt die Technologie, um das Element einzuschmelzen und zu schmieden. In den Jahren nach Kairos Eroberung der Stufen schwoll die Bevölkerung von Letians Kreuzung durch Flüchtlinge an, die vor der Zerstörung ihrer Heimat flohen. Die Anwesenheit der Eisengebundenen, die das Eisen abbauen, sowie ihre Wachen machen diese provisorische Siedlung zu einer wertvollen Ressource für Kairos Armee. Okay. Was ist Apex? Na, liegt hier als Kreuz. Ach so, da. Die Truppen des Bergreichs Apex standen untätig in der Sicherheit ihres Tales und warteten ab, während ihre Nachbarn in der Bastardstufe fielen. Im zweiten Jahr des Krieges überquerte ein gemeinsamer Trupp der Geschmähten und der Scharlachroten die Berge, um das zentrale Tal dieser Stufe zu erobern. So, Moment, ich muss mal was trinken. So, da bin ich wieder. Ich denke, Letians Kreuzung, ne? So ein bisschen mehr Waffen und so. Klingt gut. Vor vielen Jahren gründete Letian die Kühne eine kleine Handelsstadt an der Kreuzung antiker Altmauern. Ein Pakt zwischen den Siedlern und einer Söldnertruppe bedeutete, dass Karawanen ohne Furcht vor Banditen und Geistern reisen konnten. Die Stadt blühte in bescheidener Bedeutungslosigkeit auf. Letians Kreuzung zog Kairos Aufmerksamkeit auf sich, weil es in den umliegenden Hügeln Eisenvorkommen gab. Nachdem die Region unter Kairos Kontrolle war, konnte die Magierschmiede des Nordens Werkstätten einrichten, um Erz zu raffinieren und die Geschmähten mit den besten Waffen der bekannten Welt auszurüsten. Der Akkont der Geheimnisse beseitigte mit einem großzügigen Schmiergeld die Unterstützung durch die Söldner und konnte die Kreuzung so in einem blutlosen Krieg einnehmen. Tunon schickte dich aus, mit Kairos Truppen loszuziehen und die Ordnung in die Region zu bringen. Sirin, die Erkonten der Lieder, nutzte ihre arkane Bezauberung, um Einheiten in Kairos Armee zu locken. Als Patronin der Scharlachroten Korps waren ihre Bemühungen entscheidend für die Rekrutierung neuer Soldaten. Als ein verzauberter, geschmähter Soldat sich ihrem Kult anschloss, fürchtete seine Kompanie, dass die Akonten außer Kontrolle geraten war und man sie aufhalten müsse. Okay.
Die Geschmähten verlangten, dass die Archontin der Lida ihre Rekrutierung einstelle und dass ihnen erlaubt werde, die Anhängerschaft mit Gewalt zu unterwerfen. Der Verlust der Soldaten war ein herber Rückschlag für die Rekrutierungsbemühungen des Scharlachroten Korps. Gemäß alter Tradition des Scharlachroten Korps schicktest du die neuesten Kultanhänger während des Apex-Feldzugs an die Front. Wer überlebte, der durfte gerne in Kairos Militär bleiben und seine Leistungen würden als Nachweis für Sirins Effektivität dienen. Tja, ich gucke mir mal erstmal das andere an. Das Eisen muss fließen. Kairos Magierschmiede arbeiteten Tag und Nacht, um Waffen zu fertigen. Niemand konnte ihren Einfall in Frage stellen und dennoch produzierten sie zu wenig. Die Pläne, die ans Licht kamen, erwiesen sich als entzweiend für die Geschmähten und den Scharlachroten Korps. Einerseits waren zusätzliche Männer für das Schlachtfeld nötig, statt für die Essen, andererseits mussten die legendären Waffen von Kairos Armee strengstens bewacht werden. Der Scharlachrote Korps hat die Flüchtlinge aus der jüngsten Welt gezwungen, in Kairos Militär zu dienen. Du hast diese Personen für andere Zwecke eingesetzt, nämlich die Eisenkerren für die Magierschmiede zu ziehen. Das war für den Scharlachroten Korps unerfreulich, da er auf eine zahlenmäßige Überlegenheit angewiesen war, um in der Schlacht effektiv zu sein. Du rekrutiertest einen örtlichen Tiermenschenstamm, ihre Stärke würde ihren Ungehorsam mehr als ausgleichen. Die Geschmähten protestierten, dass Wilde Zugang zu den Geheimnissen des Eisens bekommen sollten, doch ihre Stimmen waren wenige verglichen mit der Unterstützung des Scharlachroten Korps. Also ich bin ja eigentlich eher so in Favor der Verschmähten, aber hier der Scharlachrote Korps braucht halt eine Masse. Und wenn sie jetzt halt einfach ein paar der Tiermenschen, die wahrscheinlich sowieso drauf gehen, sollen sie doch nehmen. Weiter. Das Eisen muss fließen. Der Scharlachrote Korps war überglücklich, dass Tiermenschen rekrutiert werden sollten und unterstützte dich großzügig in deinem Vorhaben. Die örtlichen Tiermenschen wurden überwältigt und unter das Joch der Eisenkarren gespannt, wo ihre grenzenlose Stärke und unermüdliche Kraft den Magierschmiedern eine unschätzbar wertvolle Hilfe waren. Die Geschmähten waren besorgt darüber, dass Wilde mit den Geheimnissen des Eisens in Kontakt kommen sollten. Du versuchtest, ihre Sorgen zu beschwichtigen, doch deine Worte stießen auf sture, unnachgiebige und daher taube Ohren. Freie Auswahl in der Waffenkammer. Seit du die Waffenproduktion gefördert hast, haben die Kommandanten beider Armeen um zusätzliche Waffen gebeten. Durch allerlei Bestechungsversuche wollten sie erreichen, dass sie als nächstes bei den Meistern der Esse eine Waffe bestellen dürfen. Wie hast du die Gier nach Eisen gestillt? Du ließt die Geschmähten das Eisen haben, um die besten Waffen in den Händen der Elite zu belassen. Der Scharlachrote Korps sah das als Beleidigung und ungerechte Benachteiligung. Du gabst den Kommandanten des Scharlachroten Korps Eisenwaffen, weil du wusstest, dass sie für jedes Mordwerkzeug sehr gut bezahlen. Waffen und von solcher Qualität waren für gewöhnlich den hochrangigen geschmähten Offizieren vorbehalten. Doch du warst bereit, unter diesen Umständen neue Traditionen zu begründen. Du liest keine Änderung an der ordentlichen Ausgabe des Eisens zu und du bestraftest jeden, der zweimal versuchte, dich zu bestechen. Oh, das finde ich eigentlich gut. Kairos Armeen nutzten Letians Kreuzzug als Zuflucht vor dem Krieg. Die Bevölkerung der Stadt wuchs schlagartig an, als eine vom Archonten der Geheimnisse angeheuerte Söldnerarmee die Kaserne bezog und prompt Ressourcen beanspruchte und Spannung eskalieren ließ. Die Geschmähten wollten mit den Söldnern nichts zu tun haben, doch der Scharlachrote Korps versuchte, sie in seine Reihen einzuladen. Die Geschmähten verlangten, dass die Söldner weit entfernt von Kairos Armeen untergebracht wurden. Die rechtschaffene Besatzungsmacht würde sich nicht dazu herablassen, mit degenerierten Söldnern Vorräte oder Material zu teilen. Du ließt eine eigene Kaserne und Kantine errichten, damit die Söldner nicht mit den Armeen in Kontakt kommen. Außerdem erließt du strenge Gesetze gegen Fehlverhalten.
Du ließ den scharlachroten Chor und die Söldner Kampfspiele und Herausforderungen abhalten und sorgtest dafür, dass die Gesetze gegen die Gelage und Ausschweifung nicht streng durchgesetzt wurden. Wer in den Wettkämpfen gewann, der erhielt einen größeren Anteil an Vorräten. Und besonders erfolgreiche Söldner wurden eingeladen, sich Kairos Armee anzuschließen. Finde ich eigentlich super. Also so würde ich das auch machen, wenn ich evil wäre. Oh. Aber ich werde mich mal... Wir sind ja schließlich im Dienste von Thunon und sollen Gerechtigkeit walten lassen. Also erstmal ist es schon mal völlig unverschämt, dass man versucht, uns zu bestechen. Geht gar nicht. Kopf ab. Mit unzweifelhaften Worten ließt du die beiden Kommandanten wissen, dass Bestechungsversuche in Kairos Militär nicht geduldet werden würden. Das hielt jedoch beide nicht davon ab, dir erneut Reichtum und Ehre zu versprechen, wenn du sie bevorzugt behandeln würdest. Genug war genug. Du ließ beide Kommandanten vor den Augen ihrer Armeen auspeitschen. Schmerz und Scham. Sollten sie die Lektion lernen, die ein Appell an ihre Vernunft sie nicht hatte lehren können. Mega. Wer hat die Kreuzung kontrolliert? Es kam zu einer Tragödie, als ein von Nerats Stimmen angeheuerter Söldner einen Handwerksmeister der Eisengebundenen verwundete und arbeitsunfähig machte. Thunon befahl den Söldnern, die Kontrolle über die Stadt den verantwortungsvollen Dienern von Kairos zu übergeben. Jetzt muss ich es mal lesen. Thunon befahl den Söldnern, die Kontrolle über die Stadt den verantwortungsvollen Dienern... Nur eine kleine Garnison durfte zurückbleiben, während die Armeen an die Front zurückkehrten. Als zwischen den Geschmähten und den Scharlachroten Chor aber mehr Spannungen auftraten und Feindseligkeiten auftraten, entschied Thunon, dass nur eine Gruppierung die Kontrolle über die Kreuzung haben sollte. Wer hat die Kreuzung kontrolliert? Du hast die Leitung über Letians Kreuzung in die Hände der Geschmähten gelegt? Oder in den Chor? Ehrlich gesagt, die sind ja auch diejenigen, die hauptsächlich diese Eisenwaffen kriegen. Sind eine Elite. Und dieser Punkt ist halt mega wichtig. Also bleibt er in der Hände der Elite. Die Geschmähten stationierten eine bescheidene Garnison in der Siedlung Letians Kreuzung. Die Einheit war zwar größer, als es für die Wahrung der Ordnung in der kleinen Siedlung nötig gewesen wäre, doch die wahre Aufgabe der Verteidigungstruppen war es, die Schmiede der Eisengebundenen zu beschützen. Diese magischen Handwerksmeister waren es nämlich, welche die Invasionstruppen der Geschmähten mit Waffen und Rüstungen aus Eisen versorgten. Die Bürger von Letians Kreuzung waren erleichtert über die Abreise des Scharlachroten Chors und sahen die Alternative als das kleinere von zwei Übeln. Graven Ash ließ dir mitteilen, dass er über deine Entscheidung dankte. Die Eisengebundenen und ihre Waffen konnte man Nerats Stimme nicht anvertrauen. Naja, so war das jetzt nicht gemeint. So, aber das ist dann auch wieder ein Folgenende. Boah. Ja, wir brauchen wohl noch ein bisschen. Das ist dann jetzt, glaube ich, das Ende der dritten Folge? Ich glaube. Oh Gott. Eine sonnige Verabschiedung. Wir sehen uns zum nächsten Episode von Tyranny. Bis dahin, alles Gute und ciao, euer Sunny.